Wir nutzen die Brille mit der Lösung zusammen vorrangig für den klassischen Remote Support, das heißt technische Unterstützung. Unser Standort in aller Welt mithilfe unserer Techniker hier. Das heißt, der Kollege ruft an und bekommt die Unterstützung von uns. Und das Gleiche gilt für den umgekehrten Fall. Wir nutzen die Brille, um den Kollegen vor Ort Dinge zu veranschaulichen, etwas zu zeigen, Hilfestellung zu geben. Ja, es war tatsächlich so, am Anfang war die Akzeptanz ein bisschen gemischt. Also wir hatten ältere Mitarbeiter, die ein bisschen verhaltener waren zu dem Thema, aber vor allem die jungen, technikaffinen Kollegen sind sehr schnell und offen für diese Technologie. Und inzwischen ist auch so, dass das Team hier den Einsatz dieser Technologie sehr, sehr stark befürwortet. Es gibt im Prinzip verschiedene Nutzenbereiche. Es gibt den monetären Nutzenbereich. Dadurch, dass wir eine Echtzeitunterstützung haben, werden natürlich Reisekosten reduziert, weil nicht für jede Problemstellung jemand zur Unterstützung hinreisen muss. Wir haben reduzierte Stillstandszeit, dadurch, dass auch wieder in Echtzeit unterstützt werden kann. Hat Abstrahleffekte auf Lieferterminentreue für unsere Kunden. Und dann gibt es aber noch so einen Bereich wie Kommunikationsqualität, also zwischen Kollegen die Kommunikation auf einem Level ermöglichen, die weitaus höher ist als E-Mail-Verkehr, dadurch, dass sie bildlich und tontechnisch unterstützt wird. Und der Lerneffekt ist echt nicht zu vernachlässigen, dadurch, dass man den Hilfesuchenden ermöglicht, sich selbst zu helfen durch eine Anleitung von einem Experten, ist derjenige oftmals danach schon selber in der Lage, den Problem zu lösen. Also klassisch haben wir mit der HoloLens natürlich angefangen, den Anwendungsbereich der Maschinenwartung mit abzudecken. Das ist der Klassiker gewesen. Mittlerweile müssen wir aber sagen, nutzen wir die Anwendung überall da, wo wir Menschen global miteinander verbinden möchten, um sich besser auszutauschen auf einer qualitativ höheren Ebene in Echtzeit. Schönes Beispiel dazu ist unsere chemische Texturentwicklung bei Schwan Cosmetics, die in der USA einen Versuch für eine neue Textur hatte und dort per HoloLens den Call in Direktaustausch durchgeführt hat. Und weiterhin haben wir Interesse als Schwan Produktionstechnik, die Lösung in Verbindung mit der Hardware als eigenes Produkt weiterzuentwickeln. Zusammen mit der T-Systems sind wir jetzt gerade dran, dieses Produkt für andere Kunden quasi verfügbar zu machen und diese letztendlich als Mehrwertkomponente in unseren Maschinenbau mit zu integrieren.